Ich bin kein Mensch, der es wert ist, geliebt zu werden. Ich war und bin ein Produkt von einem Kinderschänder. In 2008, Dr. Helmut Kentler died in Germany, aged 80. His obituaries described the well-known psychologist and sexologist as an advocate for permissive sexual morality and humanitarian sex education. In Germany, Kentler was lauded as a hero of the sexual revolution in the 1970s and 80s, who had devoted a great deal of energy to emancipating the German people. He wrote numerous books and appeared on many TV shows as an expert. He proved his theories by setting an example. As a gay man, he adopted and raised children. So by European standards of the time, Kentler could be seen as a progressive and positive individual. But he didn't attract widespread attention until 2016, after several scandalous articles were published. German investigators found archived documents showing that Dr. Kentler had approached the West Berlin Senate to propose a social experiment. His suggestion was to allow men who were sexually attracted to minors to adopt neglected street boys. Kentler was allowed to conduct his experiment in 1969 when he worked at the Berlin Pedagogical Center. His hypothesis was that a sexual relationship with older men would help the boys to be socialized. In mid-June 2020, researchers from the University of Hildesheim released a report ordered by Berlin's Senate Department for Education, Youth and Family. Among other things, the researchers were given access to a foster family case file. Fritz H. had 8 boys and adolescents in his care from 1973 to 2003. Fritz H. was about 50 when 6-year-old Marco went to live with him. 2 years later, he adopted Sven, who was 8. What was day-to-day life with the person that was abusing you as your legal guardian? Also das tägliche Leben war von Anweisungen geprägt. Man war eigentlich nur am Ausführen von seinem Willen. Also man wurde sektenartig abgeschirmt von der Außenwelt. Also das war so eine Art Heimerziehung. Jeder musste in seinem Zimmer bleiben und durfte mit den anderen sprechen. Das hat er unheimlich geschickt gemacht, auch uns gegeneinander gegenseitig ausgespielt. Wir mussten ja auch, um weiter in dieser Pflegestelle zu bleiben, auch halt gewisse Sachen tun, die man sonst nicht getan hätte. Wenn du das nicht machst, schicke ich dich ins Heim. Wenn du das nicht machst, kommst du wieder irgendwo hin, kannst wieder Müll aus der Mülltonne essen. Die meiste Zeit hat man halt eben nur Gewalt mitbekommen. Wir sind nie zum Beispiel zum Arzt, zum Untersuchung oder hast du nicht gesehen, mal hingegangen. Bevor das erstmal passiert, hat der Mann sich wirklich intensiv so mit den Themen und dem ganzen Schema so auseinandergesetzt, bis er uns dann in der Lage war, uns zu instruieren, das und das habt ihr den Arzt zu sagen, das und das lasst ihr weg. In the late 1980s, Kentler reported to the Berlin Senate that his experiment had been a success. Describing the lives of 3 foster families, the sexologist claimed that all the boys had become good citizens, able to support themselves, and that they had retained their heterosexual orientation. In his report, Kentler wrote, "It was clear to me that the 3 men had done so much for their boys primarily because they had engaged in sexual relationships with them." Looking back at your abuser now, what type of a person was he? Es gab Anweisungen, Geschreie und wenn man nicht, wie er gerne sagte, pariert hat, gab es Prügel und es wurde auch immer erwähnt, dass er nicht uns schlägt, sondern den Teufel in uns. Also der Mann war ein kompletter cholerischer Psychopath meiner Meinung nach. Er hat ein mehrfach schwerstbehindertes Pflegekind, einen Pflegebruder, der wieder laufen, noch gehen konnte, also mehrfach schwerstbehindert. Und den hat er ja mit Müllermilch und Sojapulver gefüttert, hat die Löffel genommen, aufgerissen seinen Mund und eben Getränke reingeflößt. Und wenn das arme Kind nicht wollte, dann hat er es auch geschlagen. Marcel Kramer ist auch
mit 21 an einer normalen Grippe verstorben, vor unseren Augen. Also normaler Erstickungstod. Ich hätte gedacht, dass wir irgendeine Bildung erreichen, weil er sonst den Pflegestatus eventuell verliert hätte. Und er hat ja vom Pflegegeld gelebt. An excerpt from the official report on the pedophile, personally signed by Kentler. Mr. Fritz H. is a trustworthy person. I hold Mr. Fritz H. in the highest esteem. He has a natural pedagogical talent. Jeder einzelne Tag mit dem Mann war ein Kampf um zu überleben und ein Kampf um das Erhalten seines Selbst noch einigermaßen so zu erhalten, was man noch übrig gehabt hat. When did you realize that there was something not right about your home life? And how did you feel when you realized that this was where you were living, how you were living, how you were being treated? Also, erkannt haben wir, dass das Leben so nicht normal ist, als wir mehr oder weniger die Pflegestelle verlassen haben. Das war zum 21. Lebensjahr, leider. So, dass wir nicht mehr auf den Gedanken kommen, miteinander zu reden über das, was uns passiert ist. Bis vor 3-4 Jahren, bis wir eben einen Artikel von der Frau Lendrich gesehen haben, mit dem wir Helmut Kettler erkannt haben. Wie gesagt, hat man jetzt wirklich erst vor 3 Jahren angefangen, sich, man kann wirklich so sagen, sich neu, also beziehungsweise wirklich mal kennenzulernen und wirklich auch miteinander zu sprechen und zu sagen, seien wir ehrlich, dir ist doch genau das Gleiche passiert wie mir. According to the Hildesheim University report, Kentler proudly described in his letters how he managed to enlist support from within the local government. Kentler's network of influence encompassed academic facilities and social welfare services. Wir haben von diesem sogenannten Experiment durch einen Aufruf von Dr. Lendrich 2017 erfahren. Da haben wir ein Foto von dem Helmut Kettler gesehen, der jetzt als Hauptprotagonist dargestellt wird, aber was halt durch die erwähnte Studie eben nicht der Fall ist, sondern ein Netzwerk mit sogenannten mächtigen Personen von 50 Leuten an der Zahl. Mein Gedanke war gewesen, kann nicht wahr sein, ja? Man ist kein Zufallsprodukt, sondern man wurde mit Absicht von der damaligen Berliner SPD, der Berliner Senat, das erwähnt explizit die Partei, weil es viele internationale Presse nicht so darstellen möchte, dass das deutsche Volk quasi dafür verantwortlich ist, sondern dass es bestimmte Einzelpersonen sind. Das ist wichtig zu erwähnen und nicht als gesamtes Land, sondern es war die damalige regierende Partei, die damals das beauftragt hat und diesen Psychopathen, den Söldner angeheuert hat, um uns quasi als Experiment das Leben zu zerstören. Was uns besonders stört ist, aber es fehlen immer noch die Namen und die Verantwortlichen. Die Hildesheimer haben zwar eine hervorragende Arbeit gemacht, aber die wurden eben von der Täterorganisation beauftragt, vom Berliner Senat. Und da kann es keine Aufklärung geben. Es ist, als wenn ein Räuber seine eigenen Ermittlungen anstellt. Das geht natürlich nicht. Und da sieht man auch, dass eben, das heißt jetzt, das neumodische Wort Datenschutz, rechtlichen Gründen, die Namen nicht genannt werden können. Und das wirklich jahrzehntelang wirklich toleriert und unterstützt hat. Nie ist jemand vorbeigekommen und hat mal nach uns nachgeschaut, ob es uns gut geht und wie wir dort leben. Verantwortlichen sitzen immer noch da, wo sie sind, entweder im Amt oder genießen ihre Rente und das kann nicht sein. Also, es geht nicht. Und sie ist auf Verjährung berufen. Also, wir wissen, dass ein Verantwortlicher immer noch aktiv ist, immer noch im Vorstand der SPD. In Steglitz tätig ist. Ne? Den Berliner Senat zu verklagen, ist aufgrund oder auf Empfehlung von unserer Vertrauensperson und von den Juristen empfohlen worden. Was wir uns erwarten, ist natürlich eine Art von Gerechtigkeit. Ne? Also der Senat hatte damals versucht, mit Sachleistungen in Höhe von 10.000 Euro und eine Verzichtserklärung auf weitere Schritte. Es ging von Anfang an nur darum, wie Sie die Sache am besten klein halten können,
Es ging bei der Abstimmung beim Kontakt um die Strafanzeige. Also wir haben damals Strafanzeige gestellt und der Senat hat zu uns Kontakt gehalten. Aber dann ist er abgebrochen, damit sie auch die Strafanzeige stellen, unbekannt, um in der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass wir zusammenarbeiten. So, nachdem die Strafanzeige gestellt wurde, hat es bis heute eben keinen Kontakt gegeben. Wirklich beschämend ist, dass das wirklich, wirklich eine Organisation war und dass die Menschen wirklich sogar noch heute noch in der Lage sind, diese Organisation weiterzuführen und andere Kinder genauso wie uns weiterhin zu schädigen, ohne die Angst haben, Repressalien zu erwarten, weil man ja wirklich sozusagen beschützt wird. Nicht die Opfer werden beschützt, sondern die Täter werden beschützt. Ganz im Gegenteil. Wir die Opfer, bevor wir auch nur einigermaßen so weit gekommen sind, dass wir auch nur in Betracht ziehen können, dass uns Gerechtigkeit widerfahren könnte. In a written statement to RT, the Berlin Senate said one of the goals of the research on the Kentler case was to gain insight into the modern foster care system and draw lessons that could be applied in today's work. Further research cannot be limited to Berlin. The Senator for Education, Youth and Family announced that she would like the Conference of Ministers to address the issue of sexual abuse in the foster care system. Soll ich sagen, halt eben wie gesagt, nicht mal in der Lage war, sich selber anzusehen, sich selber anzuerkennen, dass man ein Mensch ist, dass man überhaupt liebenswert oder überhaupt als Person akzeptiert werden kann von irgendjemand anderes, wenn zum Beispiel diese andere Person erfährt, was diesem jemand, also mir persönlich selber zugefahren ist. Allein schon damit, mit dieser psychischen Belastung, dass man wirklich, was meine Seite angeht, auch wirklich jeden einzelnen Tag so mit sich selber kämpft und sich selber motivieren muss, damit man sozusagen diesen Tag noch weiterlebt, weil wenn man dann abends dann zu Hause ist und diese ganzen Bilder und dann dieses Gesicht und diese Stimme auch wieder aufkommt, man wirklich auch wirklich so den Willen verloren hat zu leben, wo man denkt einfach, wozu? Ich bin kein Mensch, der es wert ist, geliebt zu werden. Ich war und bin ein Produkt von einem Kinderschänder. Ich versuche, wie gesagt, jetzt einfach auch wieder durch das alles auch, versuche ich auch, genauso wie mein Bruder, auch wieder auf die Beine zu kommen. Jeden Tag kämpft man halt eben darum, dass man trotzdem sagt, es ist ein neuer Tag, du hast es überlebt, du hast es bis jetzt durchgestanden.